Er ist nicht nur der größte Fluss der Welt, er ist um ein Vielfaches größer als der nächstgrößte. Er schlägt alle anderen Flüsse aus dem Feld. So schwärmte Jeff Bezos einmal über den Amazonas. Als Bezos 1994 Amazon gründet, ist der Name also kein Zufall. Sein US-amerikanisches Unternehmen beginnt mit einer Online-Buchhandlung, soll von einem kleinen Bach zu einem großen Strom anschwellen und schließlich riesige Landflächen bedecken, wie der Amazonas. Und der Plan scheint aufzugehen. Im Juli 1995 verkauft Amazon.com das erste Buch auf seiner Internetplattform. Im zweiten Monat liegt der wöchentliche Umsatz bereits bei über 20.000 US-Dollar. 1996 erzielt Amazon einen Jahresumsatz von 15,7 Millionen US-Dollar. 1997 steigert sich der auf 147,8 Millionen. Wie der große Strom reißt Jeff Bezos alles an sich. 1998 kauft er die ABC Bücherdienst GmbH, den damals führenden deutschen Internetversandbuchhändler. 2005 übernimmt Amazon CreateSpace.com, eine amerikanische Self-Publishing-Plattform, und den digitalen Buchdrucker BookSearch. 2008 ABE Books und damit den Gebrauchtbüchermarkt. 2009 den Online-Schuhladen Zappos. 2011 den Online-Buchhändler The Book Depository Limited und damit den größten Wettbewerber innerhalb Großbritanniens. 2012 Kiva Systems, ein Anbieter für Lagerhausautomation. 2013 den Internetbuchclub Goodreads. 2014 liegt der Nettoumsatz von Amazon weltweit bereits bei 89 Milliarden US-Dollar. Besessen vom stetig wachsenden Reichtum expandiert Bezos weiter und baut Stück für Stück ein Imperium auf. Neben dem klassischen Buchverkauf richtet er zahllose andere Plattformen ein, auf denen von Babyartikeln bis Tiernahrung alles Mögliche gehandelt wird. Er betreibt weitere Dienste wie eine Online-Videothek, einen Hörbuchanbieter, einen Musik-Download-Shop und eine Filmdatenbank. Es ist 1998, als er Deutschland für sich entdeckt. Deutschland wird der wichtigste Auslandsmarkt für Amazon. Der Nettoumsatz beläuft sich im Jahr 2014 schon auf 11 Milliarden Euro. Doch Steuerzahlungen kann Bezos in Deutschland jahrelang weitgehend vermeiden. Seine deutschen Unternehmensgewinne leitet Amazon in die Steueroase Luxemburg um. Erst auf Druck von außen ändert Bezos im Mai 2015 seine Steuerpolitik. Seitdem werden Gewinne in Deutschland auch in Deutschland versteuert. Gewinne, die er durch geschickte Investitionen wiederum vermeidet. Ursprünglich will Bezos sein Unternehmen Relentless nennen, Englisch für gnadenlos. Wer relentless.com in den Browser tippt, landet immer noch bei Amazon. Und relentless, gnadenlos, agiert Bezos nach innen und außen. Konkurrenten werden zerstört und Geschäftspartner mit allen Druckmitteln bis an die Schmerzensgrenze heruntergehandelt. Mitarbeiter werden überwacht, arbeiten in einem Klima der Angst und erhalten niedrige Löhne. Bezos lässt weder Betriebsräte noch Tarifverträge zu. Doch Captain Gnadenlos hat nicht mit den deutschen Amazonen gerechnet. Seit Mai 2013 wehren sich die Amazon-Beschäftigten mit Streiks. Gegen die ungerechten Arbeitsbedingungen, die Tariflosigkeit, den Leistungsdruck, gegen sachgrundlose Befristungen, unzulässige Klauseln in den Arbeitsverträgen und gegen Überwachung am Arbeitsplatz. Die Streiks zeigen Wirkung. Nach gemeinsamem Druck setzen die Amazonen-Betriebsräte an allen deutschen Standorten durch. Und der Kampf geht weiter. Und Jeff Bezos? Der baut sein Imperium einfach weiter aus. Wenn in Deutschland gestreikt wird, dann können ja noch die polnischen Nachbarn liefern. Hier entstehen immer mehr Standorte. Das ist sowieso billiger. Die Polen arbeiten jeden Tag 2 Stunden länger und am Ende des Monats bekommen sie gerade einmal umgerechnet 400 Euro. Während sich in ganz Europa Widerstand regt, scheffelt Bezos dank seiner gnadenlosen Geschäftspolitik weiter unbeirrt Milliarden. Bezos hat laut Bloomberg Billionaires Index 2015 ein geschätztes Privatvermögen von 58,2 Milliarden US-Dollar und belegt damit Platz 4 der reichsten Menschen der Welt. Ist es nicht an der Zeit, dass auch die Menschen, die diesen Reichtum erarbeiten, anständig beschäftigt und entlohnt werden? Wir alle können das unterstützen.